Mittagspause fällt wohl aus. Was Schwieriges? Drei zur Wahl. Wir haben eine Leiche im East River, eine tote Frau im St. Theodore Hotel und ein erschlagenes Opfer Uptown. Womit wollen Sie anfangen? Unbekanntes weibliches Opfer, tot im Hotelzimmer gefunden. Das St. Theodore. Sehr exklusives Hotel. Der Geschäftsführer hat zweimal den Bürgermeister erwähnt. Benehmen Sie sich. Ich kann nichts versprechen. Ein Angler hat die Leiche heute Morgen gefunden. Erste Untersuchungen zeigen, dass sie nicht länger als einen Tag im Wasser war. Die Gezeiten des East River sind überall auf der Karte. Kaum nachvollziehbar, wo die Leiche reingeworfen wurde. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie mehr wissen. Der Vize einer Bank wurde in seinem Haus erschlagen am helllichten Tag. Die Tochter hat es gemeldet. Banker sind heutzutage nicht sehr beliebt. Prüfen Sie, wer ihn nicht mochte. Der Körper war noch halb im Wasser. Er wäre rausgetrieben, hat sich aber an dem alten Reifen verfangen. Was ein Mann so wegschmeißt. Wer fand die Leiche? Da drüben. Heute früh. Er war angeln. Allerdings hat er etwas gefangen. Letzte Nacht herrschte Ebbe. Das Wetter war klar und kalt, sollte nicht so weit getrieben sein. Ich glaube, das ist sein Angelkoffer. Die Angel unseres Zeugen. Hi, Tim Bradshaw hier. Die Testergebnisse, die Sie angefragt haben, sind fertig. Kommen Sie vorbei, wir gehen Sie durch. Hallo, ich bin's, Jennifer aus dem Forschungsbüro. Ich habe die Berichte, die Sie wollten. Wir können die Ergebnisse das nächste Mal näher besprechen. Seine Kehle wurde aufgeschlitzt. Sieht aus, als fehlt ein Stück seines Mantels. Woher stammen wohl diese Kratzer? Ihre Streichholzschachtel.
Ein altes Nummernschild aus Jersey. Ich kann mir nicht vorstellen, wo das herkam. Der Regenschirm hat auch schon bessere Tage gesehen. Eine Imbiss-Tüte. Die Profile sind sehr abgenutzt, müssen schon einige Jahre alt sein. Ein Lotterieschein. Offensichtlich kein Gewinn. Sieht aus, als hätte die Getränkedose schon lange vor dem Mord hier gelegen. Die Tageszeitung ist 2 Monate alt. Billige Sonnenbrille. Hi, Bradshaw hier aus dem Labor. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass wir mit den Tests fertig sind. Wir können Sie besprechen, wenn Sie das nächste Mal hier sind. Hallo, ich bin Jennifer aus dem Forschungsbüro. Ich habe die Berichte, die Sie wollten. Wir können die Ergebnisse das nächste Mal näher besprechen. Ich habe nur ein paar Fragen. Es gibt nicht mehr zu sagen, außer dem, was ich den anderen Officern schon gesagt habe. Aber fragen Sie ruhig. Kommen Sie hier jeden Tag her? Nee, sonst stehe ich unter der Triborough-Brücke. Dort gibt es gute Barsche, aber in letzter Zeit haben sie nicht angebissen und mein Kumpel sagte, ich soll es hier versuchen. Ja, jetzt wünschte ich, ich hätte es nicht getan. Tut mir leid, dass Sie derjenige waren, der die Leiche gefunden hat, aber erinnern Sie sich an die Uhrzeit? Ich bin seit 5 hier. Ich habe ihn nicht sofort gesehen, vielleicht so um 6. Ich wollte diesen verdammten Reifen vorrücken, als er sich wie ein Geist umdrehte. Er hat mich zu Tode erschrocken. Das ist alles für heute. Danke. Ich war gerade dabei, die Tests für Sie zu Ende zu bringen. Wollen wir die Ergebnisse durchgehen? Wir haben das 2-mal geprüft, aber nichts gefunden. Nicht mal einen Schmutzfleck. Die Angelrute wies etliche Schmutzabdrücke auf, aber nichts, was irgendwie passte.
Wir haben das zweimal geprüft, aber nichts gefunden. Nicht mal einen Schmutzfleck. Vom Angelkoffer habe ich einen deutlichen Daumenabdruck, aber er passt zu niemandem aus der Datenbank. Vermutlich gehört er zu Ihrem Zeugen, der angelte, als er die Leiche fand. Dem Opfer wurde mehrmals mit einem Metallobjekt in den Hals gestochen. Die Stichwunden sind rissig und es gibt ziemlich viele Wunden an einer Stelle. Ich würde sagen, die Mordwaffe war nicht besonders scharf. Hallo, Detective. Dem Anschein nach wurde auf das Opfer mindestens einmal eingestochen, als es sich in aufrechter Sitzposition befand. Dem Winkel nach wäre der Mörder von links an das Opfer herangekommen. Die Stichwunde am Hals war tödlich. Es gibt oberflächliche Stichwunden an seinem Nacken und am Kopf. Ich würde sagen, der Mörder hat versucht, irgendetwas rauszufinden. Oder er hat etwas sagen wollen. Oh? Es sieht einfach nicht wie eine typische Folter aus. Ich glaube, es war Rache. Ein scharfes, schmales Objekt. Von den Stichwunden her würde ich sagen, dass der Mörder sehr nah über dem Opfer stand, das entweder saß oder kniete. Die Todeszeit liegt etwa zwischen 10 Uhr abends und Mitternacht. Ihr Zeuge fand die Leiche so gegen 6.30 Uhr. Ich habe herausgefunden, dass die Geschwindigkeit der Strömung 1,5 Knoten betrug. Also der Tatort nicht mehr als eine Meile östlich von der Fundstelle liegen kann. Das würde bedeuten, in der Nähe des Conard-Werks. Na gut, vielen Dank. Brauchbar ist. Drahtzange. Zu klein für mich, um durchzukommen. Der Mülleimer ist leer. Ich wette, das Auto gehört unserem Opfer. Dem Blut nachzuschließen, ist der Mörder hier durch das Fenster auf ihn los und hat ihn dann zum Beifahrersitz geschleift. Vielleicht kann ich hier etwas zusammensetzen. Thank you.
Unser Opfer rauchte diese Giulietta-Zigarre. Damit ich das Loch vergrößern kann. Stapel Kanthölzer. Sieht so aus, als wäre es eine Weile nicht bewegt worden. Was ist das?
Forschungsabteilung, Jennifer Lee, guten Tag. Die Berichte sind fertig. Kommen Sie einfach vorbei, wenn Sie sie besprechen wollen. Hallo, Walter Harris hier aus der Überwachungseinheit. Die Überwachung ist beendet. Kommen Sie, ich zeige Ihnen, was wir gefunden haben. Hi, Bradshaw hier aus dem Labor. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass wir mit den Tests fertig sind. Wir können Sie besprechen, wenn Sie das nächste Mal hier sind. Sieht so aus, als ist hier etwas hängen geblieben. Als ob der Killer den Toten hier langschleifte. Hat der Mörder eine Zigarettenpause gemacht? Lederhandschuhe.
Hi, Tim Bradshaw hier. Die Testergebnisse, die Sie angefragt haben, sind fertig. Kommen Sie vorbei, wir gehen Sie durch. Forschungsabteilung, Jennifer Lee, guten Tag. Die Berichte sind fertig. Kommen Sie einfach vorbei, wenn Sie sie besprechen wollen. Sieht aus wie frische Fußabdrücke. Hallo, hier ist Tim Bradshaw aus dem Labor. Die angeforderten Testergebnisse sind da. Kommen Sie vorbei, sobald Sie können. Hallo, Jennifer hier aus der Forschung. Die angeforderten Berichte sind fertig. Kommen Sie vorbei, wenn Sie sie durchgehen wollen. Ich war gerade dabei, die Tests für Sie zu Ende zu bringen. Wollen wir die Ergebnisse durchgehen? Leider gab es weder Fingerabdrücke noch DNA-Spuren darauf. Tut mir leid. Die Blutprobe aus dem Auto stimmt exakt mit dem des Opfers überein. Die Gewebeanalyse des Stoffs, den Sie vom Zaun haben, stimmt wiederum mit dem Gewebe von dem Mantel des Opfers überein. Man kann mit Sicherheit sagen, dass das Opfer durch das Loch im Zaun gezogen wurde. Das sind Fußabdrücke von Herrenschuhen Größe 45. Auf den Schlüsseln sind Fingerabdrücke des Opfers. Ich habe die Schleifspuren am Boden untersucht, wo der Mord geschah. Es ist Schmutz gemischt mit Blut, das zum Opfer gehört. Es sieht so aus, als wäre es nach seinem Tod weggeschleift worden. Diese Abdrücke im Schmutz stammen von Knien. Sieht aus, als wurde ihr Opfer gezwungen, sich hinzuknien, bevor es umgebracht wurde. Oder er flehte um sein Leben. Männerhandschuhe aus Leder, ziemlich neu. Keine Abdrücke oder Fasern zu finden. Sind ziemlich sauber. Brauchen Sie etwas, Detective? Könnte sein, dass Ihr Opfer den Mörder kannte, da es keine Spuren eines gewaltsamen Einbruchs gibt. Andererseits könnte es ein Zufallstreffer gewesen sein. Sieht so aus, als ob der Mörder das Opfer vom Auto dorthin schleppte, wo er die Leiche in den Fluss warf. Na gut, vielen Dank. Etwas Neues, das Ihnen helfen wird. Das Täterprofil. Es ist bereits auf Ihrem Laptop. Damit erstellt man anhand der gesammelten Beweise ein Profil. Sobald das Täterprofil steht, können Sie die Verdächtigen abgleichen. Bei 3 offenen Fällen können Sie zusätzliche Hilfe brauchen. Ich bin fertig. Ich zeige Ihnen, was ich gefunden habe. John Lasseter hat die letzten 6 Jahre für das New York City Parks Department gearbeitet. Er wohnt in einer kleinen Wohnung in Brooklyn. Er ist seit 11 Jahren verheiratet und hat 2 Kinder. Kein Vorstrafenregister. Scheint ein hart arbeitender Familienvater zu sein. Grauenvoll, aber nicht mein Bereich. Ich frage die Kriminaltechnologen, ob die Ihnen weiterhelfen können. Diese Jacke ist ein brauner Herrenbläser aus Wolle. Es gibt nichts Bemerkenswertes daran, außer, dass ein kleines Stückchen fehlt. Die Schuhe Ihres Opfers, Schuhgröße 43, weisen frische Kratzspuren auf. Sie könnten beim Wegschleifen des Körpers entstanden sein. Diese Art Angelrute wird hauptsächlich zum Fliegenfischen benutzt. Es handelt sich um eine gewöhnliche Marke, die in jedem größeren Sportladen gekauft werden kann. In diesem Angelkoffer ist eine Vielzahl von Haken, Ködern und Gewichten. Ich kann allerdings nichts davon einem bestimmten Lieferanten zuordnen.
Es ist eine braune Wolffaser. Man kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber es scheint ein Gewebe zu sein, das für Kleidung genutzt wird. Dies sind Kippenreste von Westminster-Zigaretten. Ich kann nicht zurückverfolgen, wo sie gekauft wurden. Da sie frisch sind, würde ich wetten, dass ihr Mörder Raucher ist. Das sind Männerhandschuhe aus Leder, ziemlich neu. Zu verbreitet, um sie einem bestimmten Händler zuzuordnen. Diese Vertiefung im Kies stammt wohl von jemandem, der auf dem Boden kniete. Könnte sein, dass ihr Opfer um sein Leben gefleht hat. Nach diesen Spuren zu urteilen, würde ich sagen, dass die Leiche zum Wasser geschleift und dort abgeladen wurde. Ich weiß allerdings nicht, wie ich Ihnen damit groß weiterhelfen könnte. Diese Fußabdrücke stammen von einem Mann mit der Schuhgröße 45. Wenn Sie auf verdächtige Schuhe stoßen, vergleiche ich sie damit. Tut mir leid, dass ich Ihnen zu diesem Blut nicht mehr sagen kann. Das gehört wirklich eher in den Bereich des Kriminallabors. An diesem Schlüsselbund ist ein Auto sowie ein Wohnungs- oder Büroschlüssel. Es gibt keine Erkennungszeichen, die darauf hinweisen, wo die Schlüssel gemacht wurden. Thank you.
Ich habe nur die angeforderten Tests nochmal überprüft. Welchen davon wollten Sie sehen? Ich habe alles versucht, aber darauf konnte ich keine Abdrücke finden. Sieht so aus, als seien sie abgewischt worden. Nein, tut mir leid. Ich kann Ihnen nichts weiter sagen. Na gut, vielen Dank. Tim Bradshaw hier. Die Testergebnisse, die Sie angefragt haben, sind fertig. Kommen Sie vorbei, wir gehen Sie durch. Hallo, ich bin's, Jennifer aus dem Forschungsbüro. Ich habe die Berichte, die Sie wollten. Wir können die Ergebnisse das nächste Mal näher besprechen. Ich tat mein Bestes bei den Sachen, die Sie rübergeschickt haben. Möchten Sie mal sehen? Anhand der Schilder konnten wir den Eigentümer des Autos finden, Martin Castillo. Ich nehme an, er ist Ihr Opfer in diesem Fall, oder? Sieht aus, als ob abgeschlossen ist. Sieht aus, als ob abgeschlossen ist.
Kann ich Ihnen helfen? Detective Gorin, Major Case, darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Geht es um Mr. Castillo, armer Kerl? Sie müssen sehr erschüttert sein, aber könnten Sie mir sagen, wie gut Sie ihn kannten? Nicht so gut. Ich meine, ich traf ihn manchmal im Gang und sagte Hallo, sowas eben. Aber ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich kannte. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Wenn ich so darüber nachdenke, es ist eine Weile her, ein paar Monate. Ich dachte, er hat eine Freundin oder sowas. Na gut, vielen Dank. Sicher? Werbepost, Rechnungen. Aus welchem Grund hat er die Sachen hier gestapelt? Warum hat er 4 Monate alte Magazine aufgehoben? Die Fernbedienung ist voll mit Staub. Was ist das? Hart wie Stein. Sieht so aus, als schalten sie ihm bald den Strom ab. Was das wohl ist? Wie das wohl aufgeht? Würfel mit verschiedenfarbigen Seiten. Vielleicht muss ich es schaffen, dass sie dieselbe Farbe zeigen. Interessant, dass er keine Arbeitskleidung hier hat. Laufschuhe. Fällige Rechnungen. Vielleicht hatte Castillo finanzielle Probleme.
Jetzt weiß ich, warum es so aussieht, als sei er nicht hier gewesen. Er wohnte woanders. Ich habe so eine Ahnung, dass es etwas mit Sanchez zu tun hat. Sanchez hatte recht. Er wurde verfolgt. Mehr Beweise, dass Castillo den Sanchez-Fall sehr aufmerksam verfolgte. Sieht aus wie Sanchez' Registerauszug. Er ging nicht oft weg. Thank you.
Könnte brauchbar sein. Was ist das? Interessant. Sieht aus wie kleine Schraubenlöcher. Eine alte Mordakte. Ich frage mich, was so wichtig daran war. Hallo, ich bin Jennifer aus dem Forschungsbüro. Ich habe die Berichte, die Sie wollten. Wir können die Ergebnisse das nächste Mal näher besprechen. Hier ist Walter aus dem Überwachungsbüro. Der angeforderte Bericht ist fertig. Wir können ihn durchgehen, wenn Sie das nächste Mal hier sind. Hi, Bradshaw hier aus dem Labor. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass wir mit den Tests fertig sind. Wir können Sie besprechen, wenn Sie das nächste Mal hier sind. Die angeforderten Testergebnisse sind da. Ich kann sie mit Ihnen durchgehen, wenn Sie möchten. Auf diesem Schlitzschraubenzieher waren Abdrücke des Opfers. Das passt, da sie ihn aus seinem Apartment haben. Auf diesem Dokument waren Abdrücke vom Opfer, aber das ist alles. Auf diesem Foto waren Abdrücke, die dem Opfer gehören, aber das ist nicht gerade überraschend, weil es aus seiner Wohnung stammt. Ich tat mein Bestes bei den Sachen, die Sie rübergeschickt haben. Möchten Sie mal sehen? Richard Maloney ist 62 und lebt alleine in dem Gebäude, das einem jüngeren Bruder gehört, Walter. Er war 25 Jahre lang Lehrer an einer öffentlichen Schule in Albany bis zu seiner Pensionierung vor 2 Jahren. Er verbringt einen Großteil seiner Freizeit mit Internetversteigerungen. Auf diesem Foto eines Telefons steht das Wort Sanchez mit schwarzem Filzstift geschrieben. Keine Ahnung, ob das von Bedeutung ist. Das ist ein Monatsvertrag für ein Apartment in Brooklyn in der 1604 Argyle Road. Läuft auf Martin Castillo. Es scheint sich weitgehend um Standardklauseln zu handeln, aber es kommt mir komisch vor, dass ein Typ, der schon ein Apartment hat, noch ein zweites in der Nähe braucht. Es ist ein Schlitzschraubendreher in Standardgröße. Könnte aus jedem Eisenwarengeschäft der Stadt sein. Ich habe die angeforderten Überwachungsberichte. Ich werde sie Ihnen erläutern.
Das Subjekt hat die meiste Zeit des Tages in seinem Apartment in Brooklyn verbracht. Dann nahm er den Zug in die Südbronx und besuchte eine Verwandte, vermutlich seine Mutter, im Seniorenheim Glen Oaks. Sie machten einen kurzen Spaziergang und danach kehrte er zu seinem Apartment zurück. Das Subjekt verbringt die meiste Zeit des Tages in seiner Wohnung. Außer dem gelegentlichen Gang zum Laden an der Ecke geht er selten weg und scheint auch keine Gäste zu haben. Ich wette, Sie sind wegen der Analysen hier. Ich hole Sie gleich her. Das Zigarrenband, das Sie einreichten, stammt von einer Giulietta-Zigarre. Es sind weder Abdrücke noch DNA-Spuren darauf. Ich war gerade dabei, diesen Bericht für Sie einzupacken. Wollen Sie die Ergebnisse sehen? Giulietta, die Zigarrenmarke, kommt eindeutig aus Kuba, ist also in diesem Land schwer zu finden. Ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wer sie verkauft hat. Aber die Zigarrenbar Windsor Lounge hatte letztes Jahr wegen Schmuggelware 4-mal Probleme mit dem Gesetz. Öfter als jedes andere Geschäft dieser Stadt. Es könnte sich lohnen, dort vorbeizugehen, um zu sehen, ob Sie etwas herausfinden können. Leere Aschenbecher. Letzte Ausgabe vom Zigarrenenthusiasten. Ich
schau mal, ob es im Humidor Giulietta-Zigarren gibt. Gar nichts. 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 Das ist es nicht. Nichts. Gar nichts. Na bitte, Giulietta. Die Giulietta Nummer 9. Sie haben einen sehr guten Geschmack, Sir. Bei der Qualität ist der Kistenpreis sehr günstig. Detective Gorin, Major Case. Irgendwelche Zigarren verkauft letzte Nacht? Gestern Abend. Ich erinnere mich nicht. Ich wusste nicht, dass es kubanische waren. Das war eine einmalige Sache, ich schwöre. Wenn ich daran interessiert wäre, sie für illegale Zigarren hochzunehmen, hätte ich das schon längst getan. Ich will nur wissen, wer letzte Nacht so eine Zigarre gekauft hat. Okay, ich verstehe. Reden Sie mit Carla. Sie hat gestern gearbeitet. Sie erinnert sich an jeden, dem sie eine Zigarre verkauft. Und manchmal auch an andere. Danke. Gut, Giulietta Nummer 9. Ich habe eher an eine kleine gedacht. Eine Robusto Maduro vielleicht. Und auf jeden Fall eine dominikanische. Sie sind zu verspannt für kubanische Zigarren. Was genau ist eine Giulietta? Ich arbeite hier nur. Ich habe mit den kubanischen nur angegeben. Ich weiß nicht, wo Charlie seine Zigarren herbekommt. Charlie sagte, Sie würden sich immer an Typen und Ihre Zigarren erinnern. Erinnern Sie sich, wer letzte Nacht diese Zigarre geraucht hat? Ein Latino. Er saß da hinten. Sehr ruhig und ernst. Ist er das? Das ist er. Wow, was ist passiert? Ist er tot? Haben Sie ihn zuvor schon mal gesehen? Nein, er war kein Stammgast. Hören Sie, das wird mir alles ein bisschen zu viel. Okay? Meine Freundin hat den Cops mal etwas von einem Überfall erzählt und dann musste sie es bezeugen. Es war schrecklich. Ich will schon helfen, aber ich weiß nicht. Die Sache mit Ihrem Freund tut mir leid, aber das ist was anderes. Und ich bräuchte wirklich Ihre Hilfe. Tja, ich werde es versuchen, aber ich weiß wirklich nicht viel. War er irgendwie ungewöhnlich? Er hat sich mit seiner Freundin gestritten, einer brünetten Puppe. Sie haben wirklich leise gesprochen, aber sie haben eindeutig gestritten. Ich bin mir sicher, dass Sie niemanden belauscht haben. Aber vielleicht haben Sie zufällig gehört, worüber gesprochen wurde? Nein, jedes Mal, wenn ich kam, um zu sehen, ob Sie was brauchen, hörten Sie auf zu reden, als wäre es ein großes Geheimnis. Nicht, dass ich lauschen wollte. Ich erinnere mich, dass Sie die Rechnung bezahlte. Er hat keinen Finger gerührt. Gentlemen, gibt's nicht mehr was?
Wann ist er gegangen? Sie ist zuerst gegangen, ich weiß nicht genau, aber ich glaube gegen 9:30. Er saß noch ein paar Minuten allein da, dann ging er auch. Sieht aus, als haben Sie hier alles im Griff. Wenn sie mit Kreditkarte bezahlt hat, haben Sie doch einen Beleg, oder? Woher wollen Sie das wissen? Das ist Gewohnheit, habe ich von meiner Mutter. Sie hätten bei ihr vom Boden essen können. Ehrlich. Ah, hier. Hier ist es. Danke für Ihre Hilfe. Ich war gerade dabei, diesen Bericht für Sie einzupacken. Wollen Sie die Ergebnisse sehen? Carla Myers ist 32 und bekommt ab und zu kleine Modeljobs. Aber in letzter Zeit bezieht sie ihr Einkommen nur von der Arbeit in der Windsor Lounge. Sie ist geschieden, keine Kinder. Ihre Eltern wohnen immer noch in Redlands, Kalifornien, wo sie aufgewachsen ist. Sie hat einen jüngeren Bruder, der seinen Militärdienst im Mittleren Osten ableistet. Nachforschungen haben ergeben, dass die Kreditkarte von dem Beleg zu Melinda Brooks gehört. Es stellt sich heraus, dass sie ein Officer im 15. Bezirk ist. Sie wohnt in Midtown in der 542 West, 45. Straße. Die Freundin ist ein Cop? 15. Bezirk. Nichts Besonderes in ihrem Register, obwohl sie sich zur Sergeant-Prüfung meldete. Hat sie ein Alibi? Sie lebt allein. Niemand, mit dem wir gesprochen haben, hat sie seit dem Treffen mit Castillo und dem Appell heute Morgen gesehen. Sprechen Sie mit ihr. Und Bobby, sollten Sie sie auch nur ein bisschen mögen? Muss ich das wissen, bevor ich von oben Druck bekomme? Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, Miss Brooks. Klar. Um was geht es eigentlich? Seine Leiche wurde aus dem East River gefischt. Erkennen Sie ihn? Oh! Er ist Martin Castello. Er ist Bundesstaatsanwalt Downtown. Er kann nicht tot sein. Das kann nicht sein. Mein Beileid. Aber ich muss fragen, wann genau Sie Castillo zuletzt gesehen haben. Ach, so um 21.30 Uhr gestern in der Windsor Lounge. Ich bin zuerst los. Ich hatte eine Doppelschicht hinter mir und konnte kaum die Augen offen halten. Und Sie sind direkt nach Hause gegangen? Natürlich. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich etwas damit zu tun habe. Was sagen Sie dazu, dass Ihr letztes Gespräch mit Castillo ein Streit war? Sie haben Nerven, so mit mir zu reden. Sie sind ein guter Fang für einen Typ wie Martin. Ich und Martin? So war das nicht. Wir waren nur Freunde. Wir sind zusammen aufgewachsen. Er ist wie ein Bruder für mich. Das ist alles. Jemand hat die gesamte Unterhaltung mit angehört. Wir wissen bereits alles, also können Sie auch auspacken. Oh ja, genau. Darauf falle ich nicht rein. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Zeugen haben ausgesagt, dass Sie beide letzte Nacht ein hitziges Gespräch hatten. Das ist nicht wahr. Hören Sie, brauche ich meinen Anwalt? Mit dem, was Martin passiert ist, habe ich nichts zu tun.
Sie lügen. Ob sie damit sich selbst oder Castillo schützen, ist mir egal. Es ist nicht an Ihnen zu entscheiden, was in dieser Ermittlung wichtig ist. Sie sind Polizistin, Sie sollten das wissen. Tut mir leid. Ich bin es nicht gewohnt, auf dieser Seite des Verhörs zu stehen. Martin bat mich bei einem seiner Fälle um Hilfe. Es ging um einen Drogendealer namens Emilio Sanchez. Der Hauptzeuge ist verschwunden und Martin wollte, dass ich ihm bei der Suche helfe, aber ich kann nicht. Die Bundespolizei hat ihre eigenen Ermittler. Warum sollte er sie um Hilfe gebeten haben? Er sagte, alle hatten aufgegeben, außer ihm. Er war verbissen in diesem Fall. Zu jeder anderen Zeit hätte ich ja gesagt, aber ich arbeite gerade 2 Schichten mehr die Woche und versuche, mich auf meine Detective-Prüfung vorzubereiten. Etwas musste passieren. Ich dachte, wenn das jemand versteht, dann Martin. Aber er war richtig wütend darüber. Er hatte etwas an sich, das einem echt ein schlechtes Gewissen machen konnte. Sie sind ein cleverer Polizist. Denken Sie, dass dieser Sanchez-Fall etwas mit seinem Tod zu tun hat? Ich weiß nicht, er war nicht mehr derselbe. Er wurde schlampig. Ich befürchtete, dass er die Sanchez-Sache zu persönlich nahm. Ich sagte ihm, er solle es ruhiger angehen und er wurde stocksauer. Es sah ihm nicht ähnlich. Was war am Fall Sanchez so wichtig? Mir egal. Alles, was ich weiß, ist, dass er nur... Es war alles, worüber er redete. Er und Sanchez haben sich bei der Anklageverlesung fast geprügelt. Er war wie besessen. Es war nicht normal, nicht einmal für ihn. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Klar. Wir waren bei den Pyramiden? Letzten Sommer brachte ich die Kinder hin. Eine einmalige Erfahrung. Wussten Sie, dass es eigentlich 10 echte Pyramiden gibt? Das wusste ich nicht. Die heutige Ausgabe. Das ist ein Briefbeschwerer aus Costa Rica. Das sind vertrauliche Akten. Cashflow-Prognosen, uninteressant. Ich bin Detective Gorin, Major Case. Haben Sie Zeit, ein paar Fragen zu beantworten? Howard Schaefer, Martins Boss. Sein Tod ist für uns ein schwerer Verlust, in persönlicher und beruflicher Hinsicht. Erzählen Sie mir vom Fall Sanchez. Emilio Sanchez, Drogendealer und Anführer einer Gang, tötete seinen Rivalen vor ein paar Monaten aus dem Auto heraus. Unser Glück, dass sein Cousin Chuy Morales dabei war, als es passierte und zu uns kam, um auszusagen. Einfach so. Zuerst waren wir skeptisch, aber der Kleine sagte, er habe es satt, vor Emilio Angst zu kriegen. Ich übergab Martin den Fall, weil er klasse mit Zeugen ist und ja, so mutig der Kleine auch war, er brauchte noch viel Vorbereitung. Seit wann wird Chuy Morales denn vermisst? Vor etwa 3 Wochen. Nirgendwo ein Zeichen. Er ist wie von der Bildfläche verschwunden. Das FBI drehte jeden Stein in New York um, aber sie fanden nichts. Man könnte glatt an eine UFO-Entführung glauben. Stand Martin Castillo dem Jungen nahe? Niemand bemerkte etwas. Es traf Martin hart, dass der Kleine verschwand, aber ich glaube, es war schlimmer, auch seinen Augenzeugen zu verlieren. Ich kann schon verstehen, dass man sich für den Fall begeistert. Aber es ging noch weiter, oder? Ich würde es nicht unbedingt Besessenheit nennen, wenn es das ist, was Sie meinen.
Ich denke, das war Martins Waterloo. Ein Fall, der einen nachts wach hält. Wir hatten alle schon mal so einen. Warum Sanchez? Wer weiß, er war nicht besser oder schlechter als die anderen. Sie scheinen sich um Ihre Leute zu sorgen. Sie haben sich auch um Castillo gesorgt. Ja, ich war besorgt. Ich dachte daran, ihn vom Fall abzuziehen. Er hat seine anderen Fälle vernachlässigt. Es war Zeit, dass es weiterging. Wusste er, dass Sie darüber nachdachten, ihm den Fall abzunehmen? Das lag auf der Hand. Es war nicht normal, sich so in einen Fall reinzuhängen. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass wir keine Zeit geschenkt bekommen. Ich muss auch tatsächlich wieder zurück zur Arbeit. Glauben Sie, dass Sanchez Martin umbrachte, weil er so verbissen war, Sanchez hinter Gitter zu bringen? Sanchez ist ein rücksichtsloser Scheißkerl, aber das macht keinen Sinn. Je länger der kleine Morales vermisst wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Fall eingestellt wird. Sprechen Sie selbst mit Sanchez. Er ist immer noch Gast der Regierung. Fürs Erste jedenfalls. Danke für Ihre Zeit, Mr. Schäfer. Weiterführende Rechtsstudien, Werbepost. New York Law Review. Sein Tischkalender. Steht nichts dran. Feueralarm am Freitag. Ich glaube, das hilft uns nicht. Martin Castillo. Harvard, was? Keine große Geschichte, aber meine Mutter hat es gerahmt, also muss ich es aufhängen. Kein Problem. Ehrlich, ich bin ein ganz normaler Typ. Wer war auf der Harvard? Ja, ich weiß, ich sollte meinen Posteingang öfter mal löschen. Ich glaube nicht, dass diese Jurabücher Sie interessieren. Ich trinke jetzt meinen Morgenkaffee. Das ist mein Laptop. Ich habe ihn seit ein paar Monaten. Ich bin Detective Goran. Können wir über Martin Castillo sprechen? Natürlich. Martin und ich waren Kollegen. Ich kann immer noch nicht glauben, was passiert ist. Ich glaube, es ist eine ziemlich schwere Zeit für uns alle. Wie eng haben Sie mit Martin gearbeitet? Sein Büro ist direkt nebenan. Ich bin ihm oft im Gang begegnet. Er behielt seine Sachen meistens für sich, aber ich weiß, dass er bis zum Hals in dem Sanchez-Fall steckte. Jeder wusste das. Was war am Sanchez-Fall so besonders?
Ich weiß nicht. Martin war damit sehr vorsichtig. Als Staatsanwalt müssen Sie ein scharfer Beobachter sein. Haben Sie vielleicht eine Veränderung an Martins Verhalten bemerkt? Machen Sie Witze? Das war alles nicht normal. Man konnte mit Martin nicht über alles reden. Ich weiß nicht, was bei diesem Sanchez-Fall in ihm gefahren ist. Niemand wusste es. Haben Sie Castillos Privatadresse? Ja, hier auf der Liste der Angestellten. Mal sehen. Gramercy Park East 62, Apartment 2C. Sollte Ihnen noch etwas einfallen, melden Sie sich bitte. Das passt. Ich bekomme nicht jeden Tag Besuch von New Yorks Mistkerlen. Was kann ich nicht für sie tun? Wir wollen über Martin Castillo reden. Ich habe von seinem Ableben gehört. Pech für ihn. Meine Mutter sagte immer, Gott passt auf mich auf. Schätze, ich sollte öfter in die Kirche gehen. Sollte ich eine Verbindung zwischen Ihnen und all dem finden, sehen wir uns wieder. Sieh an, wer wieder da ist. Du musst ein Glückskind sein, Emilio. Erst Chuy Morales und nun Castillo. Du solltest mal Lotto spielen. Ich kann Ihnen nicht folgen. Ihn verschreckt oder bezahlt, damit er verschwindet oder Schlimmeres. Castillo hat dich hart rangenommen, er ließ sich nicht kaufen. Und so hast du das nächstbeste getan. Wir haben Beweise. Na und? Habe ich den Typ von hier aus gekillt? Ich bin doch nicht Houdini. Was kümmert mich ein Anwalt, der mich bescheißen will? Sind Sie neu hier oder glauben Sie, er wäre der Erste gewesen, der was von mir wollte? Ich habe gesehen, was du mit Leuten machst, die dich nerven. So läuft das eben, Mann. Es gibt kein schickes Büro mit Aussicht, Mann. Das ist die Straße. Wir haben unsere eigenen Regeln. Danach leben und sterben wir. Wenn einem der Staatsanwalt wegstirbt, ist das sehr schlecht, Emilio. Jemand anderes wird übernehmen und es gibt einen Haufen Papierkram. Es würde mich nicht wundern, wenn es sich ein Jahr hinzieht. Hey, ich weiß nicht, was Sie wollen, aber ich habe diesem Staatsanwalt nichts getan. Sie werfen alles durcheinander. Er hatte mich auf dem Kicker. Holmes hat mich im Gericht angefallen. Sicherlich hast du Castillo nie provoziert, oder? Wie hast du ihn fertig gemacht? Damit geprahlt, Chuy zu töten? Sind Sie wahnsinnig im Gericht mit all den Cops? Das Ding ist, ich habe den Typen nie getroffen. Sie verstehen das falsch. Er sagte, ich hätte Chuy umgebracht, aber das könnte ich gar nicht, Mann. Er gehört zur Familie. Chuy wollte gegen dich aussagen. Dich für immer wegschließen. Castillo hat Chuy lauter Lügen erzählt und ihm gesagt, was er aussagen soll. Wissen Sie, was ich glaube? Chuy versteckt sich irgendwo, bis das alles vorbei ist. Er hat nichts gesehen, weil es nichts zu sehen gab. Dieser Staatsanwalt ist verrückt. Er hat meine Familie bedroht. Fragen Sie meine Tante, sie wird es bestätigen. Neulich, mein kleiner Neffe geht ans Telefon und Castillo lässt mich rufen. Ich habe den Kerl nicht umgebracht, aber ich bedauere auch nicht, dass er tot ist. Sollte ich eine Verbindung zwischen Ihnen und all dem finden, sehen wir uns wieder. Sie wollten die Daten von Castillos Handy. Sanchez ist unschuldig wie ein Engel. Haben Sie seine Besucherliste überprüft? Die üblichen Verdächtigen. Sein Anwalt, seine Oma.
Wenn's die Oma nicht war, stehen wir wieder am Anfang. Castillo hatte es wirklich auf Sanchez abgesehen. Es muss etwas Persönliches sein. Ich habe im Gericht rumgefragt. Der Kampf bei der Anklage ging von Castillo aus. Er fing an. Vielleicht war das vermisste Kind sein Wunderpunkt. Wäre nicht das erste Mal, dass ein Staatsanwalt seinem Zeugen zugeneigt ist. Warum muss ich Ihnen das erzählen? Es scheint, als kennen Sie die Antwort. Castillo rief Chuis Großmutter 5 oder 6 Mal pro Tag an. Jeden Tag. Finden Sie heraus, warum. Ja? Polizeimann, können wir reinkommen? Ich weiß nicht, wo Chuy ist. Ich möchte nicht mehr mit der Polizei sprechen. Ich habe diesem Anwalt Castillo gesagt, er soll uns in Ruhe lassen. Ich weiß, Sie sorgen sich um Ihren Enkel. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ich verstehe nicht, wie Sie mir helfen können. Ich muss etwas finden. Die angeforderten Überwachungsberichte sind fertig. Wo sollen wir anfangen? Das Subjekt verließ die Arbeit in der Windsor Lounge und nahm den Zug zu ihrem Apartment in der Houston Street, wo sie bis 11.30 Uhr blieb. Zu dieser Zeit traf sie eine unbekannte Frau, die sie in mehrere örtliche Bars begleitete. Das Subjekt kam am nächsten Morgen um 3 Uhr nach Hause. Das Subjekt verließ die Arbeit um 16 Uhr und nahm den Zug zur PS9 Grundschule, wo sie ihre Tochter Becker abholte. Das Subjekt ging mit ihrer Tochter nach Hause. Das Subjekt verblieb den gesamten fraglichen Abend in der Wohnung. Das Subjekt verließ die Arbeit um 11 Uhr und ging in das Gerichtsgebäude in der One Center Street. Er betrat um 11.30 Uhr einen Gerichtssaal, wo er bis 17 Uhr verblieb. Das Subjekt verließ One Center Street und traf eine unbekannte Frau in einer Bar im nächsten Block. Um 23.45 Uhr geht das Subjekt zu Fuß nach Hause. Das Subjekt verlässt jeden Morgen um 4.30 Uhr das Apartment und fährt mit dem Zug zum Plaza Hotel, wo sie als Reinigungsfrau angestellt ist. Das Subjekt verbleibt bis 16 Uhr bei der Arbeit. Das Subjekt hält jeden Nachmittag an der St. Timothy's Kirche in der Grand Street, bevor sie zu ihrer Wohnung zurückkehrt. Sie ging gelegentlich zum Supermarkt an der Ecke. Das Subjekt scheint außerhalb der Arbeit und der Kirche keine sozialen Kontakte zu haben. Wie geht es? Zeugenschutz für Chuy Morales. Tja, wenn Sie meinen, dass es hilft, werde ich sehen, was ich tun kann. Kommen Sie später nochmal. Sie sind wegen der Berichte hier, nach denen Sie gefragt haben. Hier sind Sie. Howard Schäfer, 40, ist Absolvent der Jurafakultät der George Washington Universität. Er hat keine Vorstrafen. Seine Beziehung zu dem Opfer gilt bei Freunden und Kollegen als freundschaftlich. Schäfer ist verheiratet und hat ein Kind, eine 9 Jahre alte Tochter namens Becker.
Dennis Campbell war 4 Jahre lang Assistent des Bezirksanwalts. Er genießt einen guten Ruf für seine harte Arbeit. Letztes Jahr hat er $60.000 von seiner Tante väterlicherseits geerbt. Laut den Erzählungen war er mit dem Opfer befreundet, stand aber auch in Konkurrenz mit ihm. Rosa Sanchez ist 55, verwitwet und lebt mit ihrem Neffen Chewy zusammen, der nun schon seit ein paar Wochen vermisst wird. Sanchez arbeitet im Plaza Hotel als Putzfrau. Sie schickt jeden Monat einen Teil ihres Einkommens an Verwandte in El Salvador. Melinda Brooks ist in Philadelphia geboren und aufgewachsen, wo fast ihre ganze Familie immer noch wohnt. Nach einer 2-jährigen Ausbildung im Police Department von Philadelphia wurde sie vor 2,5 Jahren Mitglied des New York Police Department. Sie ist ledig, annullierte allerdings mit 22 eine Hochzeit. Wie geht es? Glück gehabt. Ich hatte noch einen Gefallen gut und habe seinen Schutz bekommen. Die Papiere sind hier. Wir können Chewy ins Zeugenschutzprogramm nehmen. Okay. Wenn Sie mir versprechen, dass er in Sicherheit sein wird, können Sie reinkommen. Aber ich habe nur wenig Zeit. Ich muss meine Enkelin abholen. Vielen Dank, Mrs. Sanchez. Sie sagten, Castillo hat Sie besucht. Einmal pro Woche. Er kam immer wieder. Er meinte, ich würde Chewy verstecken und sagte mir, dass ich ihn der Polizei übergeben sollte. Ich sagte ihm das, was ich Ihnen jetzt sage. Ich weiß nicht, wo er ist. Wenn er jetzt noch nicht tot ist, sollte er lieber bleiben, wo er ist. Das ist sicherer. Ach, Emilio. Ich weiß nicht, was mit ihm passierte. Er war ein so süßer Junge. Ich weiß, es ist eine sehr schwere Zeit für Sie. Aber glauben Sie, Emilio hat Chewy verletzt? Das weiß nur Gott allein, aber ich fürchte, es stimmt. Ich bin nicht blind, ich kenne meinen Neffen, Detective. Gott möge mir verzeihen, aber es ist für uns alle besser, wenn er im Gefängnis sitzt. Hat Emilio Sie bedroht? Er hat seine Augen und Ohren überall auf der Straße, selbst seine eigene Familie. Ich glaube, er lässt mich verfolgen. Daher ging ich nicht in das Büro von Herrn Castillo in Brooklyn. Tut mir leid, die Adresse habe ich nicht. Ich glaube, er wollte mir Angst machen, damit ich Chewy aufgebe. Ich wünschte, ich wüsste, dass es ihm gut geht. Vielen Dank für Ihre Zeit, Mrs. Sanchez. Wir werden alles daran setzen, um Chewy in Sicherheit zu bringen. Ich bin gerade mit den Überwachungsberichten fertig geworden. Welchen sollen wir zuerst besprechen? Das Subjekt verließ das Apartment, fuhr aus der Stadt raus nach Westchester und checkte bei der A9 in das Zwielichtmotel ein. Sie wurde dabei beobachtet, wie sie ständig aus dem Fenster schaute. So, als ob sie auf jemanden wartete. Gegen 13 Uhr fuhr das Subjekt auf den Parkplatz der Gas Company, blieb im Auto sitzen und schaute regelmäßig mit einem Fernglas in das Gebäude. Später betrat das Subjekt gegen 17 Uhr eine örtliche Gastwirtschaft, die scheinbar durch den Hinterausgang verlassen wurde. Sie stand nicht mehr unter Überwachung, bis sie zu ihrem Hotel zurückkehrte. Wenn Sie mich fragen, war das alles sehr verdächtig.
Dieses Fernglas. Ein russisches Fabrikat. Hey, und die sind von meinem Vater. Er hat es aus Kuba, russischer Armeebestand. Woher wussten Sie das? Die Marke. Im Kalten Krieg hat Kuba alles von den Russen bekommen. Was dagegen? Das sind meine persönlichen Sachen. Die gelben Seiten von Westchester. Weit bis nach Hause. Ich bin selbstständig. Ich habe jedes Recht der Welt, hier zu sein. Genau wie Sie. Und da ich nichts mit dem Fall zu tun habe, lassen Sie mich doch einfach in Ruhe. Ich muss etwas finden. Vielleicht ändert das Ihre Meinung. Soll das ein Witz sein? Was hat das mit mir zu tun? Vielleicht ändert das Ihre Meinung. Soll das ein Witz sein? Was hat das mit mir zu tun?